10 Jahre Initiative. Da lohnt es sich sicherlich mal zurückzugucken, was ist in den 10 Jahren eigentlich alles passiert, was hat die Initiative auch erreicht, Erfolge zu wertschätzen. Und dann wird Marc übernehmen und ja, den aktuellen Stand berichten und auch nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Es hat alles begonnen. Ups, wie geht denn das jetzt nicht? Ja. 2010, da hat die Beratungsstelle FAM, die ja schon immer einen Schwerpunkt in der Beratung von medikamentenabhängigen Frauen hatte, und wir haben uns irgendwie zusammengesetzt und haben gedacht, was können wir nur machen, um dem Thema Medikamentenabhängigkeit mehr Raum zu geben. Und wir haben damals beschlossen, wir laden ein Protagonisten aus unterschiedlichen Bereichen, die alle eine Relevanz haben bei dem Thema, zu einem Werkstattgespräch, wo wir uns austauschen, wo es am Anfang natürlich auch fachliche Inputs gibt zur Sensibilisierung, dann aber auch eine große Möglichkeit, ja, gemeinsam nach Ideen zu suchen in einem Word-Café. Und das fand damals statt im Rathaus Schöneberg. Das ist von Sibylle Klotz, der damalige Gesundheitsstadträtin von Tempelhof-Schöneberg, eben stark unterstützt worden, das Vorhaben. Man sieht hier im unteren rechten Bild mit den dunklen Haaren, der hellen Bluse, auch Christa, mit der ich das damals initiiert habe. Die ist inzwischen schon in Pension, also insofern auch nicht unter uns heute. Ja, ich hoffe, sie genießt ihr Rentendasein. Im Open Space haben wir dann Fragestellungen bearbeitet, wie kann man denn Zielgruppen besser erreichen, was muss man dafür tun und welche Ebene muss man überhaupt einbeziehen, wenn man auch gesellschaftliche Veränderungen voranbringen will, wenn man auch die, an wen muss man sich wenden, wer ist sozusagen Zielgruppe oder wer soll Zielgruppe unserer Maßnahmen werden. Am Ende der Veranstaltung konnten sich dann Menschen, die weiterhin am Thema mitarbeiten wollen, in eine Liste eintragen. Und die haben wir dann eingeladen zur berlinweiten Projektgruppe Medikamente. So hieß das damals noch. Wir haben es dann später umbenannt in Berliner Initiative zum Medikamentenmissbrauch. Und der erste Akt, das erste, was wir gemeinsam getan haben, war, einen Forderungskatalog aufzustellen. Man sieht hier so ein bisschen eingeblendet, was wir für Forderungen in den Fokus genommen haben. Da ging es zum Beispiel um die Fortbildung von Schlüsselpersonen, also insbesondere Ärztinnen, Apothekerinnen, Pflegekräfte natürlich, besonders auch in der Altenpflege, zu sensibilisieren für das Thema Medikamentenmissbrauch. Aber es ging auch darum, den Austausch zwischen verschiedenen, also die Vernetzung zu befördern, zum Beispiel zwischen Sucht und Altenhilfe. Wir wollten Konzeptdiskussionen in Beratungsstellen anstoßen, weil wir den Eindruck hatten, dass Medikamentenabhängigkeit, oder nicht nur den Eindruck hatten, sondern es ist auch belegt sozusagen, dass das einen kleinen Raum eingenommen hat. Es gibt ja, also Medikamentenabhängige sind die zweitgrößte Gruppe in Deutschland nach den Alkoholabhängigen. In Beratungsstellen kommt weniger als 1% der beratenden Klienten haben mit einer Medikamentenproblematik an oder kam damals. Und deswegen haben wir gedacht, man muss irgendwas tun, um diese Zielgruppe nochmal spezifischer anzusprechen, um die Schwellen zu senken, damit wir sie erreichen. Wir wollten, öffentlichkeitswirksame Kampagnen machen, Materialien entwickeln und so weiter. Wir haben dann in den nächsten Jahren in regelmäßigen Treffen uns zusammengesetzt und haben überlegt, wie können wir das jetzt alles umsetzen. Sie sehen hier ein paar Stellen, die dabei waren damals. Und das war so, dass das in den Jahren natürlich auch immer personelle Wechsel gegeben hat. Ich habe gesehen, heute im Publikum dabei ist Darius Tabatabai, oder nicht im Publikum, er hat auch ein Referat später. Darius Tabatabai war auch ein Mann der ersten Stunde, auch einer von denen, die gleich in der ersten Projektgruppensitzung mit an Bord waren und über lange Jahre auch die Projektgruppe immer unterstützt hat. Später war eine Mitarbeiterin aus der Klinik vertreten. Und wie gesagt, wir haben immer versucht, sozusagen ganz praktische Dinge zu machen, ganz konkrete Projekte, um die Ziele, die wir benannt haben, im Forderungskatalog irgendwie umzusetzen, zu erreichen. Manchmal klickt das nicht weiter hier. Eine Aktion war zum Beispiel eine gemeinsame Fachtagung mit der Ärztekammer und Gesundheit Berlin-Brandenburg. Extra mit der Ärztekammer, weil wir natürlich die Ärzte besonders gern erreichen wollten und gedacht haben, das schaffen wir dann auch, wenn es über die Ärztekammer ist. Da gab es auch Fortbildungspunkte. Es war ein bisschen frustrierend. Es war eine gute Veranstaltung, aber außer den Ärzten, die mitorganisiert haben und die da einen eigenen Part hatten, in dem sie einen Vortrag gehalten haben, hat sich, glaube ich, ein einziger Arzt angemeldet. Also das ist ein dickes Brett, die Ärzte zu erreichen, das man bohren muss. Und das ist, glaube ich, heute noch so wie früher. Auch da gab es wieder Forderungen, 10 Stück, glaube ich. Ich habe jetzt mal nur die ersten 5 hier stehen.
Und zwar war ein Ziel, Sucht im Alter vorbeugen, also Prävention von Sucht im Alter, zu integrieren in den Landesgesundheitszielprozess zur Selbstständigkeit und Lebensqualität im Alter erhalten. Also bis dato war Sucht kein Thema in diesem Landeszielprozess. Das wollten wir ändern und wir wollten qualifizieren professionelle Akteure. Wir wollten, dass Menschen sensibilisiert werden, zum Beispiel in den gerontopsychiatrisch-geriatrischen Verbünden, aber natürlich auch in allen möglichen Hilfeeinrichtungen. Was da noch nicht angekreuzt ist, aber will ich mal kurz darauf eingehen, ist eigentlich nicht Thema des heutigen Vortrages, aber aktuell wie eh und je. Ziel 5 war oder Forderung 5 war eine gesellschaftliche Aufwertung der sozialen Gesundheitsberufe. Wir haben jetzt 2021 und ich glaube, es ist nicht wesentlich, was passiert in dem Punkt. Leider, es fällt uns jetzt in der Corona-Pandemie auch wieder auf die Füße, dass sich da so wenig verbessert hat. Ja, es war dann so, dass ein Jahr später tatsächlich Sucht im Alter vorbeugen als Handlungsfeld aufgenommen worden ist im Gesundheitszielprozess. Und es gab dann noch einige Bezirke, die das auch zu einem Schwerpunktthema bei sich gemacht haben. Unter anderem Treptow-Köpenick. Die werden noch öfter mal auftauchen, weil die sehr aktiv in dem Bereich gewesen sind. Ja, was haben wir weitergetan? Wir haben Briefe geschrieben an Krankenkassen, an die 20 größten Krankenkassen und an die relevanten Berliner Pflegeeinrichtungen, um die zu sensibilisieren für problematische Medikamentenverordnung. Und wir haben die Bitte an Sie gerichtet, wenn ihr das mitbekommt, wenn problematische Verordnungen sind, wenn Dauermedikationen von Benzodiazepinen sind, sprecht die Ärzte bitte an. Und haben auch den Pflegeeinrichtungen extra Musterbriefe beigelegt und so weiter. Das war so eine der ersten Aktionen. Es gab dann viele Informationsveranstaltungen in unterschiedlichen weiteren Settings durch uns von der Fachstelle, aber auch durch die anderen Mitglieder der Initiative, durch die Suchtberatungsstellen und andere. Wir haben die Selbsthilfe teilweise erreicht. Wir haben sind viel durch die gerontopsychiatrischen Verbünde. Ja, und versuche immer nicht auf alles einzugehen, weil als ich es vorbereitet habe, habe ich schon gesehen, oh Gott, wie viel haben wir eigentlich gemacht in diesen 10 Jahren? Und kann man das wirklich jetzt alles machen? Erschlägt man damit nicht alle? Auf der anderen Seite habe ich gedacht, man kann es auch nicht weglassen, das wäre auch schade, weil es ist ein Jubiläum und es ist vielleicht auch einfach schön, nochmal zu gucken und damit eben auch die Aktivitäten der Mitglieder wertzuschätzen, was alles passiert ist. Es gab zahlreiche Tagungen, Konferenzen, zum Beispiel auf der Tagung Die unsichtbare Frau, Frauen und Medikamente in Potsdam damals, haben wir den Forderungskatalog auch vorstellen können. Später hatten wir die Möglichkeit, bundesweit auch die Fortbildungskonzepte für die Pflegekräfte vorzustellen. Es gab Kongresse in den Berliner Bezirken, wie gesagt, Treptow-Köpenick sehr aktiv, Tempelhof-Schöneberg, damals noch mit Heide Mutter in der Suchthilfekoordination, aber auch Lichtenberg. Alle haben eigene Fachtagungen gemacht zum Thema. Wir haben dann die Gesundheitseinrichtung selber als Zielgruppe erkannt. Man weiß ja, dass Menschen in Gesundheitseinrichtungen, Pflegekräfte, Medizinerinnen, dass die ein besonders hohes Risiko haben für Medikamentenmissbrauch. Zum einen, weil sie natürlich auch starke psychische Belastungen in ihrem Beruf erleben, aber eben auch, weil die Griffnähe nah ist. Man kommt leicht an Medikamente ran. Wir haben dann eine Befragung der betrieblichen Gesundheitsmanagements, eine Kurzbefragung an die gerichtet und zur Rückmeldung bekommen, dass doch die Mehrheit, zumindest die Mehrheit von denen, die uns beantwortet haben, das Thema Medikamentenmissbrauch überhaupt noch nicht auf ihrer Agenda haben. Wir haben dann Infopakete versandt und auch Fortbildungsangebote gemacht, um das zu ändern, diesen Zustand. Es gab in den vergangenen Jahren diverse Fachartikel in unterschiedlichsten Zeitschriften zum Thema Medikamentenmissbrauch, aber auch zum Thema Sucht im Alter. Der Bereich Qualifizierung ist ein großer Bereich in den Aktivitäten, gerade auch der Fachstelle zum Thema gewesen. Da verdanken wir sehr viel dem Engagement der AOK Berlin, besonders Frau Dr. Katharina Grachmann-Beschke, die später auch die Pflegeakademie bis vor kurzem geleitet hat. Denn sie hat die Idee gehabt, die sozialen Pflegeberaterinnen an den Pflegestützpunkten schulen zu lassen, Fortbildung zu lassen zum Thema Sucht im Alter. Und das ist dann auch passiert in Berlin, aber auch im gesamten Nordostbereich, auch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und Mario Nethke von Treptow-Köpenick, der hat ja viel gemacht, auch im Bereich Sucht im Alter.
Und der hat darauf gedrungen, dass es doch eine Fortbildung für Pflegekräfte geben sollte. Und das haben wir dann noch als Pilot in Treptow-Köpenick damals gemacht. Und die AOK hat dann, weil das so erfolgreich war, gesagt, okay, das machen wir jetzt für ganz Berlin, wir finanzieren das. Und so konnten wir das überall umsetzen. Diese Fortbildung ist dann auch multipliziert worden in der ganzen Bundesrepublik. Es gab bislang 5 Trainerschulungen dazu und das Konzept wird jetzt in einigen Bundesländern auch weiterhin erfolgreich umgesetzt. Damals haben die Teilnehmenden, also damals wie heute Teilnehmende der Fortbildung, immer diese Broschüren bekommen, diese Handouts, die dann dazu dienen sollten, dass die noch ein unterstützendes Material haben, weil das war gedacht als Multiplikatorenschulung. Einzelne aus Institutionen werden intensiv geschult und die tragen das dann in ihre Einrichtung weiter. Auch nochmal von der AOK initiiert, denn der Fächer, sogenannter Fächer, das ist was, was sich Pflegekräfte in die Kitteltasche stecken und wo Informationen drauf sind, in dem Fall einer zum Thema Sucht und Medikamentenmissbrauch. Und ganz toll natürlich dann auch auf Initiative der AOK, dass suchtsensible, also Pflegeberatung, also wie erkennt man problematischen Konsum und wie kann man intervenieren, dann auch in die Ausbildung, bundesweit in die Ausbildung der Pflegerinnen und Pflegeberater integriert wurde. Dafür haben wir ein Modul entwickelt, was auch immer wieder aktualisiert wird und was heute noch in der Ausbildung Bestand hat. Ja, die Apothekerinnen und Apotheker, zunehmend auch großes Engagement in der Initiative, nicht mehr wegzudenken. Die haben an ihrem Fortbildungskongress in 2019 auch den Arzneimittelmissbrauch thematisiert. Auch da gab es eine Sensibilisierung gegenüber problematischem Konsum. Auch da wurde das Hilfesystem vorgestellt und es wurden Grundlagen zur motivierenden Kurzintervention vermittelt. Und gerade wenn es um Hilfesystem geht, es war ja auch immer ein großes Ziel, auch schon im Forderungskatalog, die Kooperation auch zu verbessern zwischen zum Beispiel Pflege oder Altenpflege und Suchthilfe und eben auch ja, Angebote niedrigschwelliger zu machen. Deswegen haben wir ja auch in den Fortbildungen zur suchtsensiblen Pflege, die in jedem Bezirk stattgefunden haben, immer die regionalen Suchtberatungsstellen als Teil mit dazugenommen, dass die sich vorstellen können, dass die Pflegeeinrichtungen sozusagen mitbekommen, wer ist das, was machen die, was sind deren Angebote und auch eine Chance haben, vielleicht Bedarfe zu formulieren und nochmal eine andere Form der Kooperation zu knüpfen. Ein Impuls auch aus der Initiative war ja auch die Konzeptdiskussionen. Diese haben dann auch stattgefunden in den Alkoholmedikamentenberatungsstellen. Auch eine Fortbildung zur Medikamentenwirkung hat stattgefunden, weil bis dato, wie gesagt, das eher so ein bisschen der verkümmerte Bereich in den Beratungsstellen war. Und inzwischen gibt es auch Suchtberatungen, die sich ein Stück weit spezialisiert haben. Auch das fing in Treptow-Köpenick an mit der Beratung, die durch den Bezirk finanziert wurde, für individuelle Seniorinnen. Also eine aufsuchende Beratung und in Tempelhof-Schöneberg aufsuchende Informationsangebote, die dort von der Suchtberatungsstelle umgesetzt werden. Einige Beratungsstellen haben auch ganz gezielt Seniorinnen angesprochen mit spezifischem Informationsmaterial. Notdienst zum Beispiel habe ich im Kopf, hat da so spezifische Plakate. Insgesamt wurde der Medikamentenschwerpunkt gestärkt, denke ich, und auch nicht zuletzt auch durch die Vernetzung mit Migrantenorganisationen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin so ein bisschen durchgerauscht durch 10 Jahre Aktivitäten von unterschiedlichsten Partnerinnen und Partnern. Vielleicht nochmal zusammenfassend, bevor Marc dann gleich davon berichtet, wie es eigentlich jetzt steht, was jetzt gerade aktuell läuft und wie es weitergeht. Wir wollten die stille Sucht, die sogenannte, in den Blick rücken. Ich denke, das ist schon ganz gut gelungen, auch wenn man da sicherlich noch nicht am Ende ist, wie das Wolfgang schon ganz treffend gesagt hat. Die Zusammenarbeit an den Schnittstellen, denke ich, die ist intensiviert worden. Die Sucht, die Systeme haben sich ein Stück weit mehr auf dem Schirm, wie man so schön sagt. Und es gibt niedrigschwelligere Angebote. Wir haben einen großen Schwerpunkt gehabt auf Qualifizierung und Empowerment. Wir haben viel dafür geworben, dass Pflegekräfte sich auch trauen, Ärzte anzusprechen, dass sie Mut haben, darauf hinzuweisen, wenn da Verordnungen sind, von denen der Hausarzt vielleicht gar nichts weiß. Und das ist, denke ich, auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Also die Zusammenarbeit eben auch zwischen Ärztinnen, Apothekerinnen und Pflege, die eben auch einfach auf Augenhöhe nochmal zu stärken. Ja, und wir haben ein aktives Netzwerk, was nach wie vor existiert und was seit, ich glaube, 2018, 2019, man fing das an, Marc, du hast die Koordination übernommen. Ich bin ja
habe mich ja von der Fachstelle ein Stück weit entfernt und arbeite jetzt in der Schweiz in der Suchtprävention in Mayen. Ja, und du bist jetzt sozusagen der Koordinator und ich würde dann gerne an der Stelle an dich übergeben und aber auch nochmal ganz herzlich allen danken, die über all die Jahre so aktiv dabei gewesen geblieben sind und die dazugekommen sind, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Und ja, da freue ich mich. Und ich freue mich sehr, dass es auch weitergeht. Danke. Vielen Dank, Anke. Vielen Dank für die Einführung schon mal und den Überblick über 10 Jahre Engagement. Wirklich. Und ich werde das jetzt ergänzen mit dem, was in den letzten Jahren dann seit 2018, also 2019 geschehen ist. Und zwar, wir sind nach dem Apothekerkongress oder dem Fortbildungskongress der Apothekerkammer, haben wir überlegt, okay, wie können wir uns weiterhin engagieren, was könnten nächste Projekte sein, die wir angehen möchten. Und da kam ein Impuls von Frau von Liefen, von FAM, zum Welttag der Patientensicherheit, dass es den gäbe und ob man dazu nicht was machen möchte. Und die Idee haben wir aufgenommen, haben sie weitergedacht und sind dann bei folgenden Aktivitäten gelandet, die wir jetzt letzten Endes im zweiten Jahr schon durchführen. Und zwar einer Sensibilisierungskampagne, zu der wir zum ersten ein Informationsmaterial entwickelt haben, speziell dafür, den Flyer Medikamentengebrauch richtig und gut beraten. Und auf diesem Flyer gibt es Informationen, beziehungsweise können Leute ihren Medikamentengebrauch selbst einschätzen und finden Hinweise darauf, wie sie an Hilfe kommen können. Und die wurde dann, also abgesehen davon, dass wir diesen Flyer entwickelt hatten, wurden die Gesundheitsstadträte von kooperierenden Bezirken schreiben, also die wurden angeschrieben und gebeten, ob sie sich nicht engagieren wollen für die Initiative. Es kamen durchaus Rückmeldungen. Wir haben insgesamt mit 7 Berliner Bezirken kooperiert diesbezüglich. Und die Gesundheitsstadträtinnen haben dann Schreiben an die Bezirksapotheken gesendet, Flyer beigelegt, nochmal gebeten um eine verstärkte Sensibilisierung der Kundinnen in Apotheken und nochmal den Hinweis auch auf die regionale Alkohol- und Medikamentenberatungsstelle, die es ja in jedem Berliner Bezirk gibt, mit integriert. Hinzu kam, dass wir eine Info-Hotline der Selbsthilfe, der SEKIS, die jetzt auch seit 2019 permanent Mitglied ist bei der Initiative. Die haben eine Info-Hotline angeboten zum Tag der Patientensicherheit und es gab einzelne Aktionen von Beratungsstellen in Kooperation mit Apotheken in den Bezirken. Im Sinne von Sensibilisierung vor Ort, Beratung von Ort, so war es angedacht. Allerdings hat die Covid-19-Pandemie uns da wirklich auch nicht unterstützt. Die Apothekerinnen und Apotheker waren hochbelastet auch in der Zeit. Es war eine große Herausforderung, abgesehen davon, dass natürlich auch die Arbeitslast und die ganze Umstellung in den verschiedenen Beratungsstellen halt bei allen Bürgerinnen und Bürgern fortschritt und dementsprechend diese Vorortaktionen nur bedingt stattfinden konnten. 2020 haben wir ca. 220 Apotheken erreicht in 7 Berliner Bezirken. In diesem Jahr haben wir ca. 450 Apotheken erreicht, auch in 7 Berliner Bezirken, die allerdings ein bisschen anders durchmischt sind als im letzten Jahr. Und einen großen Anteil daran trägt jetzt auch Herr Robert Ringel, der Suchthilfekoordinator in Treptow-Köpenick ist, der das sehr beworben hat, auch gerade in den Runden der Suchthilfekoordinatorin, die sich dann auch engagiert haben, das in ihren Bezirken dann weiter zu bewerben. Und in beiden Jahren haben wir unsere Aktion zum Welttag der Patientensicherheit mit Medienmitteilungen flankiert, dass eben auch die Presse, Öffentlichkeit noch mehr Aufmerksamkeit davon bekommt, wie wir uns zum Thema engagieren und dass es ein wichtiges Thema ist. Und in diesem Jahr haben wir zudem die heutige Jubiläumsveranstaltung. Ich habe vorhin mal geschaut, es waren 114 Teilnehmerinnen. Das ist eine Menge.
Und das freut uns, dass so viele Menschen interessiert sind, hier mit uns zusammen sich dem Thema anzunehmen, sich damit zu befassen, auch in einem Online-Format. Wir wissen, dass viele Menschen auch eine Online-Müdigkeit mittlerweile verspüren. Und umso schöner ist, dass Sie alle da mit uns bei sind und dass wir heute den Tag miteinander verbringen können. Der Wunsch der Veranstaltung war, oder die Wünsche, dass wir das Thema halt wieder weiter sichtbar machen und Öffentlichkeit schaffen, dass wir auch die Erfolge der Initiative mal würdigen, es transparent machen, dass es sie gibt und was sie schon bewirken konnte und möglichst einen fachlichen Austausch zu ermöglichen und Synergien zu schaffen, auch über eine Netzwerkplattform, die vielleicht nicht ganz ersetzen kann, was eine persönliche Begegnung möglich machen würde auf einem Fachtag, aber vielleicht ein bisschen in die Richtung geht. Wenn wir nach vorne schauen, sehen wir, dass die Bedarfe bleiben und das sind in bekannten Risikogruppen, also Frauen, ältere Menschen, Migrantinnen und Migranten und aber eben auch viele junge Menschen. Und allerdings sehen wir auch, dass wir begrenzte Ressourcen zur Verfügung haben im Präventions- und Hilfesystem. Es wird immer wieder laut, dass Stellen nicht besetzt werden können, auch im Präventions- und Suchthilfebereich, dass dementsprechend auch mit der Belastung in Covid-19, mit den Umstrukturierungen, dass Leute da auch in ihre Grenzen kommen und das im Hilfesystem. Und da haben wir Dinge vor uns, dem zu begegnen, denn wir wissen gar nicht bislang, was uns wirklich noch erwartet. Ja, also die Covid-19-Pandemie, die Auswirkungen, wir können das allenfalls schätzen. Das wird uns vermutlich noch viele, viele Jahre lang begleiten, die Auswirkungen, wenn wir überlegen, was das mit Menschen macht. Existenzielle Sorgen wirklich, Megabelastung, Megastress, Homeschooling, parallel arbeiten in den Pflegeberufen, all den sozialen Berufen, die auf 150% oder 200% liefen teilweise. Das sind Traumata, die Menschen auch erlebt haben in der Zeit und erleben immer noch. Und wir wissen, dass Medikamente dort auch ein Mittel der Wahl sein können, um dem zu begegnen, um das vielleicht erstmal therapeutisch, um dem zu begegnen. Und das kann sich halt hin zu einer stillen Sucht vielleicht auch weiterentwickeln. Also wir müssen da sehr aufmerksam bleiben und wissen noch gar nicht genau, wie der Bedarf sich entwickelt. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass wir dranbleiben, dass wir weiter engagiert sind, dass wir alle, die wir jetzt hier in einem Raum sind, weiter das Thema denken, multiplizieren und damit arbeiten, Ideen entwickeln, Konzepte entwickeln, dass wir auch im Rahmen der Initiative neue, alte Partnerinnen hinzugewinnen und die Kräfte weiterhin bündeln. Denn diese Synergien brauchen wir, um erfolgreich zu sein, weil es sind dicke Bretter, die in dem Bereich auch zu bohren sind. Wie Anke Schmidt schon darauf hingewiesen hat, gerade Ärztinnen und Ärzte auch dafür zu begeistern, in Anführungsstrichen, sich dem Thema anzunehmen und ja, vielleicht ihr Verschreibungsverhalten zu überdenken oder Ähnliches. Das ist nicht so leicht. Umso mehr freue ich mich, dass ich im Gespräch mit der Ärztekammer Berlin in diesem Jahr auch Hinweise bekommen habe, dass wir die Zusammenarbeit zukünftig wieder etwas intensivieren können. Und zudem noch aus verschiedenen anderen Feldern, vielleicht auch aus dem Gesundheitswesen, in Bereichen, wo halt mit Menschen, die mit Beschwerden, die zum Schmerzmittelkonsum oder Ähnlichem führen, in Kontakt kommen, dass wir mit denen enger zusammenarbeiten können und weiterhin Öffentlichkeit schaffen. Es kann ja nicht sein, das ist die am zweitweitesten verbreitete Abhängigkeitserkrankung in Deutschland, keiner kriegt es mit. Ja, also da weiter engagiert zu sein, dran zu bleiben, das ist uns dann Anliegen. Und abschließend möchte ich einfach nochmal allen danken, die sich immer wieder engagieren, die immer wieder da sind und wo man auch mitbekommt, wenn sie gerade auch nicht können, weil ihnen zum Beispiel der Standort weggekündigt wurde und sie neue Räumlichkeiten suchen oder Ähnliches, dass sie in Gedanken aber immer dabei sind oder sich irgendwie einbringen. All die Kolleginnen und Kollegen, die hier sind, noch nicht genannt wurden, herzliches Dankeschön.